Hey Leute, hier ist Alex von Plugin Tesla. Wie geht's euch? Heute ist Sonntag. Ziemlich genau um die Mittagszeit. Wir werden heute einen kleinen Trip machen. Wir gehen in die Berge, in die Schweizer Berge, in die Ortschaft Lenzerheide. Ich bin jetzt irgendwo bei 404 Kilometern Reichweite gemäß Fahrzeug und ich will einfach mal sehen, wie sich das Fahrzeug zwischen jetzt hier angezeigt 9 Grad Celsius verhält und wie es reagiert bei wirklich Minusgraden in Lenzerheide. Sollte es weit unter dem Gefrierpunkt sein. Ich höre euch mal näher an. Gemäß Navigation sollte ich in der Lenzerheide mit 34% ankommen und wenn ich dann direkt wieder zurückgehen würde, dann sollte ich mit 6% ankommen. Da bin ich wirklich nicht so optimistisch wie die Navigation hier. Ich glaube, ich werde in Bad Ragaz anhalten am Supercharger und dort laden. Ich war noch nie, seit ich den Wagen habe, und es ist schon anderthalb Wochen, fast zwei Wochen, ich war noch nie an einem Supercharger. Und ja, mal sehen, wie das sein wird. Ob ich da wirklich auch mein gratis halbes Jahr Supercharging habe. Bleibt dabei. Ich mache eine kleine Speedlabs etc. Seht ihr, wie die Schweiz so ein bisschen aussieht, für die, die noch nie da waren. Seht sich! Hey Leute, Alex wieder zurück. Ich bin hier irgendwo rund um die Lenzerheide in der Schweiz bei in so einem Restaurant Cassian, in sowas. Ich bin jetzt hier angekommen mit 180 Kilometer Restreichweite. Eigentlich wären es mehr gewesen, aber ich bin ein bisschen weiter gefahren, damit ich so einigermaßen eine gute Location habe, wo es ruhig ist, so einen kurzen Clip zu drehen. Als ich in der Lenzerheide war, hat mir die Navigation gezeigt, dass ich eigentlich, wenn ich dieser Batterie weiterfahren würde nach Hause, dass ich mit 8% zu Hause ankommen würde. Als ich losgefahren bin von zu Hause, waren es 6%. Also ich habe da unterwegs irgendwo noch ein bisschen Batterie, Laufzeit oder Reichweite gespart. Ich bin eigentlich wirklich nur normale Speedlimit gefahren, also 120, 100, 126 oder 106. Irgendein Kombi oder so war auch auf der Strecke zwischen Chur und Valbella, war nicht so ganz raufgekommen. Dort hatten wir ein bisschen Stau, weil es Gegenverkehr gab, aber sonst war alles tipptopp. Ich bin überrascht, wie gut das Auto im Schnee fährt, also wirklich schön ruhig, alles super. Schnee überall, ich liebe Schnee, ich liebe es wirklich. Und irgendwo zwischen Chur und Valbella hat es angefangen zu schneien. Und wirklich so ab Valbella aufwärts war das richtig, richtig krass. Also ja, sieht richtig geil aus. Ich werde mit dieser Restreichweite definitiv nicht bis nach Hause fahren. Also ich riskiere es nicht und ich werde auf dem Supercharger noch ein bisschen Reichweite tanken. Morgen kann ich dann wieder im Geschäft kostenlos tanken, von dem her sehe ich keinen Grund, da viel zu lange beim Supercharger zu sein. Aber es wird das erste Mal sein und ich mache jetzt ein paar Fotos für Instagram und so. Und ja, wir sehen uns beim Supercharger. Tschüss! Thank you.
So Leute, ich bin am Supercharger angekommen. Wir sind hier wirklich im Industriegebiet. Also hier hat man definitiv gar nichts außer ein Hotel vis-à-vis und sonst sehr, sehr viele Industriesachen. Ja, der Supercharger ist ziemlich groß, also ist ein 14er, so wie ich gezählt habe, also 14 Ladeplätze. Vorhin waren noch zwei Model X da, der eine Model X ist jetzt bereits weg. Jetzt ist gerade noch ein Tesla Model S gekommen, rotes, also zwei rote, ein grauer und mein blauer. Und als ich ankam, ja, verließ uns ein schwarzes Model S. Also dieser Supercharger ist definitiv ja, sehr, sehr gefragt und umtriebig. Also hier kommen Leute an und gehen und kommen und gehen. Ich bin gerade mal 10, vielleicht, wenn es hochkommt, 15 Minuten da. Ich habe schon 138 Kilometer geladen. Ich bin sehr überrascht. Also ich habe das... Ich hätte das nicht gedacht, also definitiv nicht, dass das so schnell geht. Gut, ich habe ein bisschen auf dem Handy rumgedrückt, ich habe jetzt gerade vorher das Video auf Englisch gemacht und jetzt auf Deutsch. Und ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich bin überrascht. Ja, es ist das erste Mal Supercharger. Ich werde das definitiv brauchen, wenn ich zu meinen Verwandten nach Bosnien fahre, werde ich sehr gut Gebrauch machen können vom Supercharger-Netz. Ich werde bei mir in der Gegend, auch wenn ich wirklich 60 Meter hinter meiner Arbeitsstelle einen riesigen, den größten Supercharger der Schweiz bekomme in den nächsten paar Monaten, ich werde trotzdem kostenlos laden, AC bei mir im Geschäft, somit ja, erübrigt sich das. Aber für die, die ja, halt auf Reisen sind, für die ist es definitiv super. Ja, das war es eigentlich. Ganz kurzes Video heute, ein bisschen ja, so ein Trip nach Lenzerheide in die Berge der Schweiz. Ein bisschen Schnee gesehen, weil ich liebe Schnee. Die Reichweite ein bisschen ausgetestet. Ich bin überrascht. Also das Fahrzeug fährt sich sehr, sehr gut im Winter, sehr, sehr gut im Schnee. Und die Reichweite, so wie es eigentlich kalkuliert hat, hat sie relativ gut hinbekommen, sogar ein bisschen übertroffen. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich werde jetzt abkoppeln, werde jetzt nach Hause gehen, unterwegs sind etwas essen, weil ich sterbe vor Hunger. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!